Hey ihr Kastagnettenklapperer, ich bin der Bruga und das sind die Leute, die mich unter anderem monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Leary Cabbage 8, Bluefire 486, Broke Me X, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XDX, Onkau 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Jewel Buck, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, My Kid Chan, Mettler Roder X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Cardi, Panarek 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Raleon Donovan, Rufus Platus, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Torferde, TVD Mr. Wayne, Wölfchen 0909 und ZX94. Ja, und damit die geilen Gestalten jetzt mit Facecam, Leute. Ich bin der Bruga nochmal und willkommen zu Tape Unveil the Memories. Ein spanisches Horrorspiel habe ich vom Entwickler bekommen. Und ich spiele es natürlich gerne. Und natürlich auch vielen Dank für die Leute, die mich monatlich unterstützen. Das sind wieder eine ganze Menge weniger geworden. Und Google zeigt mir das als positive grüne Zahl an. Das ist schön, da freue ich mich doch. Also falls auch ihr möchtet, falls ihr mich unterstützen möchtet monatlich mit einem kleinen Betrag, könnt ihr das gerne tun bei der Kanalunterstützer-Option in den Videobeschreibungen. Bei jedem Spiel so ziemlich, was ich spiele, ist das drin. So, wir machen mal ein bisschen heller, glaube ich, weil es ist etwas dunkel so auf YouTube. So, und damit reicht's mit dem Einstellen. Ich würde sagen, wir starten neu. So, was haben wir denn? Die Charaktere in Tapes sind fiktional und weisen keine Ähnlichkeiten zu wirklichen Personen auf. Trotzdem enthält Tape Content, Themen und Situationen, die vielleicht auf manche ein bisschen zu krass sein könnten, also auf die ihr zu sensitiv reagiert. Sensibel. Als ein Studio tun wir unser Bestes, die Situationen auf eine respektvolle Art und Weise zu präsentieren. Wenn ihr aber mit stressvollen Situationen konfrontiert werdet, dann lest bitte Read More in diesem Menü. Also falls ihr Angst habt, dass die Situationen zu stressig sind, wahrscheinlich ja, contains Spoilers, sind da Sachen drin, die passieren werden. Aber ich werde das mal nicht machen. Ihr seid hiermit alle gewarnt, falls ihr sehr anfällig seid für sowas, ein bisschen sensibler reagiert. Ich wahrscheinlich auch, vielleicht heul ich auch mal, kann passieren. Dann ist das halt so, ja. Aber ihr wisst Bescheid. Aber immerhin ist es ja nur ein Spiel, ne? So, Umbria Reservoir wurde 1960 gebaut, hat das Tal geflutet und ihm den Namen gegeben. Die Einwohner des gefluteten Tals wurden in eine kleine Stadt namens Atumbria umgesiedelt. In der Nähe, also wohnen Iria und ihre Mutter Susanna und jetzt leben sie in einem kleinen, bescheidenen Haus nahe des Reservoirs. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde keinen Einteiler daraus machen, es werden so 2 bis 3 Parts. Ich habe schon mal ein bisschen reingelunzt bei YouTubern, die haben da so 2 bis 3 Stunden gebraucht, also wisst ihr Bescheid, was die Partlänge angeht. Debo haberme quedado dormida. Muss eingeschlafen sein. Gibt keine deutschen Untertitel. Deal with it. Spanische Sprachausgabe finde ich auch sehr schön. Ich kann ja ein bisschen Spanisch. Weiß nicht, wie es euch geht. Und wir gehen erstmal dieses nervige Telefon, ha? Huh? Ja. Hola, ¿qué tal? Pues vaya. ¿Qué vuelvan a llamar? Ja, ich glaube, sie rufen zurück. Ja, das denke ich doch auch. So, was haben wir denn hier? Die Animation finde ich ja schön. Iria, ich bin ins Hotel gegangen. Ich habe die Spätschicht, also werde ich spät zurückkommen. Es gibt Essen. Warm. Also, Essen steht bereit. Siempre le toca cerrar. No sé cómo Susana aguanta en ese antro. Ja, sie hat immer die Spätschicht. Ich frage mich, wie sie es in diesem Scheißhotel aushält. In diesem Drecksladen. Oh, süßes Baby. Bei sowas bin ich sehr anfällig, wenn es um kleine Kinder geht. Ich heul ruckzuck, ne, ich sag's euch nur. Letzte Zeit bin ich sowieso wieder ein bisschen sehr krass dünnhäutig. Mendez Loans, Third Collection Notice, also dritte Mahnung. Miss Susana Blanco Muñoz. Reservoir Road 17 in 15151 Atumbria. Eieieiei, warum macht sie wohl die Spätschicht, Mädchen? Sie hat kein Geld, deswegen muss die Mama arbeiten wahrscheinlich. Historia del Arte. Kunst der Geschichte oder Geschichtskunde. Kunst. Quatsch. Ich finde, die Animationen sind sehr schick und die Grafik ist auch sehr schick.
Also können wir uns wieder darauf gefasst machen, dass es mehr so ein Atmo-Horror wird und nicht so ein Jumpscare-Fest, wie ich sonst immer spiele. Die ganzen Itch.io-Kram. Die Mama. Ay, Senorita. Mhm. Was auch immer das ist für ein Haus. Menudo garabato. Me suena el sitio. Was für ein lahmes Anwesen. Erinnert mich an was. Ja. Casa de Muñecas. Henrik Ibsen. Das Haus der Muñecas. Elia. Von Elena Fortun. Oh, ist ja auch die Kleine, oder? Iria. Ich finde es echt schön, es ist super detailliert. Oh, Mama. Tabletten und Alkohol. Weil das das Zimmer der Mutter ist und nicht von der Kleinen hier. Weißt du, schon tablettensüchtig als Teenager. Und alkoholabhängig. Totele. Bababa. Knowing, winning. Was? Knowing and winning makes 6 months on air. Bottom. On Saturday of Cinema presents 3-2-1 Soak. Und interessant. Und interessant. Zettel hier rumliegen haben die Leute, oder? Slaughterst du, also Schlachttopf. Ein typisches Gericht hier in der Gegend. Perfekt, um Kinder aufzuziehen mit dem Geschmack, den sie lieben. Für 6 Personen. Vorbereitungszeit 2 Stunden. Zutaten: 1 Kilo gehackte Tomaten, 2 Zwiebeln. Das muss ich mir aufschreiben. Einige Karotten, 2 Knoblauch, 10. Ich werde wahrscheinlich ganze Knoblauchknolle nehmen. Ein kleiner Löffel Paprika. Halbes Kilo von Chickpeas oder Beans, keine Bohnen. Okay. Ist hinzugefügt übrigens Judias no. Judias, nicht Judias. Judias no. Halbes Kilogramm gehackter Truthahn, ein Hühnchen gehackt. Halbes Kilo von ja, Schweinereste. Super, nee, das wäre doch nichts für mich, das ganze Fleisch. Bisschen Speck und ein halbes Kilo Lamm. Und ein Glas Lammblut. Vorbereitung. Alles zusammen kochen. Super. Easy. Dann die gehackten Tomaten hinzugeben, die Zwiebeln und die Gewürze, um zu testen. Dann noch die Chickpeas hinzufügen, also die Hühnerbohnen. Sagt man so. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und für 1 Stunde kochen. Ach, das Blut. Das Blut rösten und dann hinzugeben. Oh, da wird es mir ganz anders. Dann die Hitze runternehmen, alles verrühren mit einem hölzernen Löffel. Das Fleisch von den Zwiebeln trennen und zuerst die Erbsen servieren. Das Fleisch kommt als 2. Gericht. Oh, nee, lass mal. Bin ich hungrig? Wäre ich auch nicht. Hier ein kleines Handradio. Und Brot. Ein gesäuberter Truthahn, eine ganze Henne, Schweinelenden, Lamm, Entrails, was ist Lamm? Entrée, keine Ahnung, Entrails. Wein, 2, nein, lieber 3 und Wermut, 4 statt 2. Oh, Mama sieht da nicht so viel trinken, bitte. Die Musik hier. Fancy Zimmer hat sie ja. The Gleaming. Ne, The Gleaming, nicht Gleaming. Was? Vater Iria. Das ist der Vater. Ist das Foto so kaputt? Das ist eines der wenigen Fotos, die ich mit ihm habe. Vater Iria. Vater Iria. De quién será? Okay. Von wem ist das denn, dieses... Nee, wir machen mal aus. Das ist wieder so ein Trapdoor hier bei YouTube, ne? Was? Alice, Schrusters, Paranoia, Caroline's Baby, wow, Rosemary's Baby. Ist das nicht von Hitchcock? Hitch Rooster, Hitchcock, ja super. Fangor, oh, sie steht auf Horrorfilme, ha? Huh? Und Grusel und Tension und so weiter. Blood Kitschik, includes Son of Baal and Brother of Forgiveness. Okay.
Und sie hat auch einen sehr besonderen Musikgeschmack. Fangor, er ist der eine. Es ist El Tipo. Nach der Premiere von Was ein... Was? Welche Art Mensch tötet ein Kind? Haben wir den Direktor Angshaw Vega interviewt. Top Lateral. Vigo Film Festival feiert die erste Edition. Okay, das unten sieht gruselig aus, der mit der Stirnlampe da. Das Alien-Ding hat ein Release-Datum. Okay, das ist alles nicht echt natürlich. Oh, guck mal, Mirinda. Miranda. Das ist Miranda, denn sie will ja... Guck mal, die Haarfarbe ist auch cool, die blaue. Ich finde das schön. Also es ist jetzt am Anfang nicht so gruselig. Natürlich könnt ihr euch denken, es ist erstmal so zum Aufbauen. Was ist der Charakter? Wie ist sie so drauf vielleicht? Reporter, erzählen Sie uns mehr über Ihren Kreativprozess. Nutzen Sie Storyboards? Angshaw Vega. Und wer nutzt das nicht? Haha. So, der Wahrheitshalber, es gibt nur zwei Arten von Regisseuren. Die guten, erstmal die schlechten und die, die uns das Kino fühlen lassen. Storyboards sind wichtig. Sie helfen dir mit der Produktion, den Einstellungen. In meinem Fall, wenn ich sie lese, kann ich mich in den Film fühlen. Ich höre die Schläge, die Stiche, die Schreie. Wenige Regisseure können das. Die Guten natürlich können es. Ja. Hält sich für einen guten Regisseur. Ich bin mal gespannt. Historia del Cine, die Geschichte des Kinos. Oh, das ist Nosferatu. Also sie ist älter, als ich dachte. Ich dachte, sie ist noch ein junges Mädchen, aber sie ist halt schon eine Teenagerin. Die Foundation, Antonio Buero Vallejo. Kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich auch wieder abgewandelt von einem echten Buch. Ah, guck mal. Oh, sieht sympathisch aus. Also, wenn ich ein Teenager wäre, ich hätte sie gerne als Freundin. So, mal gucken. Und ich mag ihren Geschmack, der ist so ein bisschen krasser, ne? Finde ich cool. Wäre bestimmt eine dufte Kumpelfrau. Dufter Kumpel? Ja, weiß ich nicht. Ein Babes. Na gut, die Fotos müssen wir nicht aufheben. Ich glaube, es ist der Plan, dass wir uns das Videotape angucken, ha? Huh? Nisu. Papa? Mit echten Personen? Das ist ja geil. Hola, mi pequeña estrella. Okay. Also irgendwas muss es ja mit den Tapes zu tun haben, oder? Der Horror, meine ich. Pero... Hola? Mama? Papa? Das ist voll klein, oder? Wirkt das nur so? Ich find's echt vielversprechend gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein bisschen hochglanzmäßig ist. Versteht ihr, was ich meine? Mit guten Animationen, mit tollen Sprechern und so weiter. Es wirkt halt mehr wie so ein Double-A-Game. Also nicht wie so ein Indie-Horror. Quatsch. Ein Geier. Es gibt auch nur einen Knopf, ne? Ja, ganz klar, erstmal Tutorial, ne, wie alles funktioniert. El Hospital? El Hospital, el Mesa de Trabajo. Okay, es geht immer noch im Kreis. Ist das so ein Todesloop hier wieder? Und irgendwann passiert was? Planta Baja, also Erdgeschoss, Primer Piso und Sotaya. Sontano. Dona Sangre. Esto no tiene sentido. Macht keinen Sinn, ja. Okay, es ruckelt so ein bisschen, aber nur wenn ich sprinte. Na, ich hoffe, es geht, Leute. Wenn der Trick ist, ich gehe zurück und dann geht's weiter. Na, ich kenn das schon. Okay. Wurde auch nicht so wirklich gesagt, was mit ihrem Vater passiert ist, oder?
Okay, mir gefällt's. Das Foreshadowing ist super. Das war ganz schön laut und brummig, das Ding. Okay. Skill, das ist Skill. Rezeption. Urgencias. Ist das die Notaufnahme? Wie gesagt, mein Spanisch ist halt nicht gut. En Cerebro. Hau dem gerade eine Made in die Nase. Oder so ein Wurm. Geil. Was sind die für Filme? Alabama Knife. Slaughter. Der Alabama Knife Slaughter. El Alido. El Alido 2 und 3. El Cervico de Noche. Der Nachtservice. Keine Ahnung. Internador que grita. Saints Night. Aha. The Night of the Undead. Nights. Ich find's cool, Leute. Das ist total geil. Das wirft mich so zurück in die 90er. Die ganzen geilen alten Horrorfilme. Heute macht man sowas gar nicht mehr, glaube ich. Gehen wir erstmal hier gucken. Zumindest bin ich ein großer Fan von Horrorfilmen und ich gucke auch sehr viel, aber. Okay, ich gehe erstmal hier lange. Wahrscheinlich geht es ja gar nicht weiter jetzt. Ich brauche einen Schlüssel oder so, ha? Ja, ich brauche einen Schlüssel, um die Tür aufzuschließen. Das ist gut. Das ist aber für ein Vieh, was da aus der Wand kommt. Ah, ich dachte es schon. Der schwarze Fleck ist das Vieh, wenn es da rauskommt. What? Der Böse. Macht keine Krach. Hat's ein Kind geschrieben. Neuz. Okay, er reagiert auf Geräusche. Das ist gut zu wissen. Der Vater. Das ist wieder El Bolido. Nee, Aulido. Ach so, das Heulen. Hernan lebt in einem kleinen Dorf in Asturias. Er ist mit Clara verliebt, also Clara Luna, seit er ein kleines Kind ist. Aber er kann es nicht über sich bringen, es ihr zu sagen. Eines Nachts sieht Hernan, wie Clara einen Mann zu ihrem Haus bringt oder mitnimmt. Er entscheidet sich, ihr nachzuspionieren und wird dann Zeuge, wie Clara sich in einen Werwolf verwandelt und ihr Opfer tötet. Als die Nacht herumgeht, verschwinden, also in weiteren Nächten verschwinden immer mehr Leute aus der Stadt und mehr Frauen schließen sich Clara an auf ihrer Suche nach Blut oder ihr Blutdurst. Hernan versucht Clara zu retten, während er versucht, nicht von den Werwölfen gefressen zu werden. Von den anderen Wölfinnen. Okay. Ist das alles nur ein Albtraum von ihr? Ich schätze mal, ha? Silencio, por favor. Ruhig bitte. Leise sein. Eine Kamera. Oh, ich bin nicht da. Ronja! Na toll, der läuft jetzt hin und her, ne? Springen kann ich, glaube ich, nicht. Ich kann mich nur ducken. Jetzt könnte ich jetzt hier rüber hüpfen, aber. Seven Op. Hoppla. Ich finde super, dass die ganzen Markennamen entfremdet wurden. Da ist viel Arbeit hinter, glaube ich. Sowas zu machen.
Aber schnell. Ich kann immer durch Wände gehen. Das sieht echt krass aus, oder? Richtig gut. Esta es mi antigua habitación. Ja, mein altes Schlafzimmer. Meine Familie. Mi familia. Oh, eine alte Kamera. La cámara de papá. Papas Kamera, ja. Solía grabarlo todo con ella. Er hat alles damit aufgezeichnet. Parece que la casetera está bloqueada. Aber das Tape ist blockiert. Oh, die kann ich jetzt... A Witness! Die kann ich jetzt benutzen, die Kamera. Was? Ich kann vorhin zurückspulen. Parece que estoy quitando tiempo al osito para dárselo a la cámara. Ich habe die Zeit von dem Teddybär vorgespult, sagt sie. Krass. Das ist ja ein geiles Feature. Seht ihr? Quando, also wenn die Tür öffnet, also wenn sich eine Tür öffnet, schließt sich eine andere. Wie geil, oder? Hold the charger or to empty the camera, was? Hold the charge or to empty the camera. Achso, ja. Das Geräusch ist super lecker. Ah, ich muss sie mal aufladen. Ich verstehe es jetzt. Okay, damit kann ich sie aufladen und jetzt kann ich das zurückspulen. Das ist ja krass. Meine Energie quasi. Also, jetzt verstehe ich das. Voll geil eigentlich. Muss hier mal reintun. Wie kreativ das eigentlich ist, so eine Idee zu haben. Ich habe immer das Gefühl, leider, sowas kommt nicht gut bei mir auf dem Kanal an. Also entweder wollt ihr so richtig den krassen Jumpscare-Shit sehen oder weiß ich nicht. Also alles mit Story ist so ein bisschen... Wird nicht so gut geklickt, habe ich den Eindruck. Weil ich mag die Story ja auch kaputt. Wieder. Para Iria. Okay, ist das vielleicht so eine Nachricht wieder für uns hier? Von Daddy. Also generell alles vielleicht ist für uns gedacht. Siento. Sabes que te quiero, pero no puedo ir a verte. Si estás viendo esto, es que me queda poco tiempo. Necesito que me ayudes, Iria. Aún podemos estar juntos. Aber einen kleinen Schluck getrunken, aber die Zeit genutzt. Nicht viel Zeit, sagt er. Wenn du das siehst, ich habe nicht viel Zeit.
Wahrscheinlich enthüllt das ganze Tape die Wahrheit, aber... NordTV Producciones presenta. Jetzt kommt erst das Intro, wie geil. Tape, unveil the memories. Schön, oder? Oh nein. Ich hab nichts gemacht. Dada, Achievement, also Papa. Kindlich, Papa, Papi. Ah, automatisch. Ich brauche einen Schalter. Also ich hab's eben nicht weggedrückt, den Text. Ich hätte gern gelesen, was da stand, aber. Das manipulieren? Nein. Also alleine die Idee ist super geil. Bautista. El doctor Vieta me ha pedido que me quede. Hay un paciente que ingresó la noche entre el 23 y el 24. Un varón de unos 46 años con doble traumatismo en la cabeza y pérdida de sangre. La cosa es, ¿creéis que pasará de hoy? Es para... Pues si necesitáis que haga espacio en alguno de los frigos o algo. Avisadme, sí. Okay, Bautista sagte, da wird ein Mann eingeliefert, der ist 46 und er braucht ein Zimmer. Und sie wollen ihn mit dem Raum, in den Raum mit dem Kühlschrank. So, hier. Fargo de Galicia, 20. August 1990. Ich habe gewusst, es ist nicht in unserer Zeit. Die Suche nach den Lago-Brüdern weitet sich aus. Macht ja auch Sinn wegen VHS, ne? Es wird vermutet, dass Pedro Lago, der Anführer der Mafia, nach Portugal geflohen sein könnte. Geräusche dazu, wie geil. Walpurgis Shadows. Walpurgis Schatten. Erin Quito, Jameson Wolf, ist ein Anthropologe, der investigiert an den Überresten einer keltischen Begräbnisstätte. Was? Ja, der Werwolf Charlie Lupin Vincent erwacht und indem die Silberkugel aus seinem Kopf entfernt wird. Angezogen von Charlies positiver Natur hilft Rin ihm, die Gräfin Davila von Helsinguin zu suchen, die ihn vor Ewigkeiten vergraben hat und das Burgalia-Tal seitdem mit ihren Millennial-Vampiren heimsucht. Das für ein Scheiß. Könnte aus einem extrem billigen B-Movie stammen. Aber sowas von Billo. Dacht's mir schon. So? Jetzt auch pausieren. Ist ja mal geil. Ey! Vielleicht zu langsam? Ich war zu schnell wahrscheinlich, aber war gut. Tada! Einfach nur geil. Alles, was sich bewegt, können wir manipulieren. Vielleicht auch dieses Vieh, was uns da verfolgt?
Wahrscheinlich verfolgt. Das schon wieder. Achso, der zweite Teil von diesem komischen Werwolf-Quatsch. Clara Luna lebt ein normales Leben, nachdem Hernan gestorben ist. Oh, volle Spoiler, nachdem Hernan gestorben ist, um sie zu retten. Sie balanciert ihr Leben als Lehrer in der Schule im Dorf und dem Fluch der Lykantrophie. Bis eine Frau des Dorfes auftaucht. Was? Tot und halb aufgegessen mit einer Warnung. Die Zeit wird kommen, wo der... Was? Die Zeit des Jägers wird für euch alle kommen. Diese Frau und Clara hatten eines gemeinsam. Sie wurden beide... Sie waren beide Teil des Packs der Wölfinnen, die ganzen Männer im Dorf ausgelöscht hatte. Jetzt, einer nach dem anderen, ohne Fluch, müssen sie sich zusammenschließen und den Mörderer finden. Den Mörderer. Oh. Und mir halt Angst. Pangor. Du wirst aufschreien auf dem Cover. Susanka Blanco, die neue Diva von Anxo Vega in The Howling. The Day the Dead Rise. Also der Tag, an dem sich die Toten erheben, oben in der Mitte. Der beste Monsterfilm jemals. Und auf dem, also ganz unten, Fotos vom Shooting von der Fee, von The Fairy. Okay, da steht wohl jemand extrem auf Horrorfilme, also dieser Anxo Vega, der auch hier beim Spiel mutmaßlich beteiligt war. Toll. Verschlossen. Jetzt nicht zurückspulen. Oh, die Verarsche. Okay. Dr. Alfredo Obieta. Hat er eben so geklappert. Im Prinzip ist es aktuell gerade so ein Walking Simulator. Kollaps auf der... Was? Auf der Hornera-Mine in Umbria. Main Gallery Santa Impusa collapses trapping 13 Miners. Also 13 Minenarbeiter werden eingeschlossen. Ungeil. Liegt eine Salbe. Parfum. Parfümierte Salbe. Was ist so viel zu lesen? Dr. Alfredo Urbieta, Patient Anxo Vega. Zolpidem wurde verschrieben. Starkes Beruhigungsmittel zum Schlafen. Geben Sie nicht mehr als eine halbe Pille pro 15 Kilogramm. Aha. Ja, Medikament für meinen Vater, wenn ich dran denke, der hatte immer sehr müde Augen. Also ich sehe quasi die Tochter, die fiktionale Tochter des Spieleentwicklers gerade. Sehe ich das richtig? Lieber Alfredo, sogar mit meinen Jahren medizinischer Erfahrung ist das, was in der Mine passiert ist, ein Mysterium für mich. Ich weiß nicht, wo sie die Daten herhaben, aber die Autopsiezeichen sind klar. Der Patient ist gestorben durch Matsch in seiner Lunge, also durch das ist Clay nochmal, Clay ist Ton. Töpferton und so weiter, ne? Wie der Ton da hineingelangt, ist es aber unbekannt für mich. Wenn Sie mit den Menschen aus Antumbria zu tun haben, es gibt Gräber, die Sie am besten in Ruhe lassen. Sogar die Galicians sind ziemlich seltsam. Diesen Ratschlag gebe ich Ihnen als Mentor und als Freund. Bitte kontaktieren Sie mich nicht weiter in diesem Fall. Dr. Blas Novoa. Okay, also irgendwas Komisches geht da vor sich. Le faltan los fusibles. Pero, ¿esto es una cera? Okay, die Sicherung fehlen, aber sind das Wachsmalstifte? Jetzt Wachsmalstifte finden statt Sicherung. Oder anstelle von Sicherungen. Aha.
Wir werden schon gleich richtig hinstellen alles, oder? Ich meine, wir kriegen bestimmt wieder irgendwo Bewegungsenergie für die Kamera. Es passt schon. Verschlossen. Spielzeuge hier. Irgendwas geht hier vor sich auf jeden Fall, hä? Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Voll Blümchen. Das ist ja Blümchen, also als Bild auf dem Tisch, nicht was vom Haustier oder so. Katharina Minja Rinja. Wir werden uns heute nicht mehr treffen können. Ich muss spät arbeiten im Leichenschauhaus. Und meine Frau braucht mich. Morgen werde ich. Was? Morgen werde ich mit Bikos treffen und ich weiß, du magst sie. Ich liebe dich, Urbieta. Okay, hat da jemand eine Affäre, ha? Eine heimliche Affäre. Nach der Evaluierung durch den Psychiater im Vigo Hospital wurde bestätigt, dass der Patient definitiv von posttraumatischem Stresssyndrom unter dem Syndrom leidet. Da sie mitbekam, wie ihr Vater einen Unfall hatte, sprach sie für einige Monate nicht. Leider gibt es keine Möglichkeit, sie zu einem normalen Termin ins Hospital zu bekommen. Also zu einem Hospitaltherapeuten zu bekommen. Oder Therapeuten. Bevor sie wieder selbst zu sprechen gelernt hat. Es gibt also keine wirkliche Diagnose zur jetzigen Zeit. Der Rest ist abgeschnitten. Also es geht um sie, ja? Sie hat mitbekommen, wie ihr Vater einen Unfall hatte, wie er gestorben ist. Und das hat natürlich ein Trauma ausgelöst bei ihr. Und deswegen mag sie vielleicht auch Horrorfilme. Dunkles Dossier. Die heimgesuchte Mine. 13 gingen runter, nur einer kam raus. Oh wow, das bezieht sich auf den echten Fall da mit diesen Bergbauleuten, die verschüttet wurden, ha? Auch ziemlich ungeil sowas. Ah, guck mal da. Gut, am Schaukelpferd kann ich sie wieder auffüllen. Peng. Und, Rech. Ah, schon wieder. Oh, ihm ist es umgekippt, glaube ich. Es will wieder umkippen, beziehungsweise. Hallo, ich wollte das nicht. Alabama Knife Slaughter. Als Sam, Mike, Elvin, Farum ja, herausfindet, dass sein Haus im Norden leer stehen wird, entscheidet er sich, einen Trip zu organisieren mit einer Gruppe von Freunden, um einige Tage in frischer Luft zu verbringen und die Gastfreundlichkeit der Menschen im Norden zu genießen. Als Jane, Lorda, Helena, sein bester Freund, einen Kampf mit einer lokalen Gruppe Jungs anzettelt, wird Sam mit der Gastfreundlichkeit konfrontiert, die er so nicht gewohnt ist. Okay. Alles klar. Also haben sie wahrscheinlich alle abgestochen, ne? Die Gastfreundlichkeit. So sieht's aus. Was ist da, eine Diskette? Eine Floppy? The Priory... Was? Priory of Crime. Load reset the computer. Aha. The Gleaming. Was mach ich da? Ich will das doch lesen. The Gleaming. Thomas Tremblay wird der Hüter von Stanley Inn in Maine und hofft, seinen Roman fertig schreiben zu können. Das erinnert mich direkt ein bisschen an Shining. Er zieht in das Inn zusammen mit seiner Frau Gwen und seiner Tochter Erin, die Kraft oder die Premonition, also diese Voraussicht hat, so hellseherische Fähigkeiten hat. Als Thomas mit seinem Novel weiter fortschreitet, werden Erins Visionen immer verstörender. Thomas entdeckt bald schon die dunklen Geheimnisse des Hotels und bringt seine Familie in Gefahr.
Ja, The Gleaming ist halt echt das Shining, ne? Geräusche. Mit einem Schlüssel versperrt. Abgeschlossen. Aber kommt das Vieh jetzt auch bald mal oder soll es die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin schippern? Ich habe gedacht, das wird ein bisschen spannend, wenn das Vieh jetzt einmal auftaucht, dass es immer wieder kommt. Aber offensichtlich will es nicht so ganz. Oh, jetzt wird es gespeichert. Alles klar. Was steht da? Tiro Teta. Ja, doch. Wow. Die Lagerfamilie. Was? Der Anführer der Lagerfamilie wurde tot. Wurde erschossen. Pedro Lago wurde erschossen wie in einer filmreifen Flucht oder in einer filmreifen Verfolgung nahe der portugiesischen Grenze. Ah, er war das wieder. Es ruckelt wieder so ein bisschen. Wie viel Kram liegt hier noch rum? Das ist alles unique, also das liegt nur einmal rum. Sieht ein bisschen aus wie Adriano Celentano ganz oben. Wir haben die Nummer 100 erreicht. Wir feiern uns mit der Liste der 100 besten Horrorfilme. Top Lateral. Raul Imre, der Mann der 1000 Gesichter. Bitte Angscha Vega und Susan Blanco erwarten ihr Baby. Wenn sie diese Gelegenheit nutzen, um Carolines Baby zu remaken. Und ganz unten die O Corgo Killings. Okay. Es ist so krass hier, es hat alles voll mit Zeug. Non Reis, Mike Senior and others. Ja, ist doch egal, was das ist. Noch ein Film. Warum auch nicht? Die Unguilties. Ein psychologischer Thriller über eine Frau, Laura Towers, die einen Job annimmt, um sich um eine Gruppe von Waisenkindern zu kümmern in ihrem, in einem, ja, mittelständischen Anwesen. Suburban? Nee, also im Vorstadtanwesen. Ist auch egal. Also Laura beginnt zu, dass eines der Kinder, also zu vermuten, dass eines der Kinder, nee, dass die Kinder, dass alle Kinder Geister sein könnten, sucht sie Hilfe von Vater Jean Sousseau Vitienne, um das Mysterium dieser schrecklichen Ereignisse zu enthüllen. Daher krass, was hier alles rumliegt. Oh, jetzt habe ich schon wieder. Ich dachte, hier ist wieder ein Videorekorder direkt. Oh, das gelesen. Heute um 5 Uhr morgens kommt ein. Also, heute um 5 Uhr morgens kommt ein großes Paket an. Wir müssen hier bleiben. Versichert euch, dass wir allein sind. Besonders für Katharina. Was? Ich bin zum Partyort gegangen, um mit den Taschen zu helfen und dem Filmemacher. Hat sich herausgestellt, dass es sein Haus ist. Er wurde von einem Paket bespritzt und hat fast gekotzt. Ich denke, er ist ziemlich tough. Dieser Mistkerl. Bautista. Cabron. Okay. Alles klar, ich wollte nur sicher gehen, dass ich nichts verpasse. Also hier geht's dann wohl weiter. Silent Hill! So komme ich mir langsam vor hier. Spritze. Von las Drogas. Keine Macht den Drogen. Nix, ne? Ich wusste es fast, dass hier wieder eine Kamera, also wieder Videorekorder kommt. Es ist jetzt endlich mal weiter gucken. Me acuerdo del día que te regalé ese caballito. Pasamos todo el día jugando a caballeros y princesas. Hasta que te caíste. Aún recuerdo la cara de tu madre cuando vio la sangre. Me tiene atrapado en este hospital. Necesito que me encuentres. Ayúdame. Ayúdame. Ja, ich erinnere mich noch dran, als ich dir dieses Schaukelpferd geschenkt habe. Wir haben den ganzen Tag Ritter und Prinzessin gespielt, aber dann bist du hingefallen und das Gesicht deiner Mutter, als sie das Blut gesehen hat. Hahaha. Dann sagte er, ich bin hier gefangen im Hospital, du musst mich finden. Ja, und hier mache ich auch Schluss, Leute, für den Part. Das reicht für Part 1. Vielleicht kommen noch zwei.
Oder einer. Je nachdem, wie lange es geht. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Bisher ist halt nicht so gruselig, aber ich denke, das kommt noch. Dankeschön und auf Wiedersehen.